Okay, hallo, hallo Leute. Wieso beginnen Vlogs bei mir eigentlich immer komplett in der Früh? Wenn ich noch nicht mal richtig wach bin. Das ist nicht cool, das ist nicht fair. Wie vielleicht schon einige auf Instagram mitbekommen haben, fahre ich auf ein Festival. Und zwar, ich werde in ungefähr einer Dreiviertelstunde abgeholt und dann geht es auch schon los für 8 Tage. Naja, auf jeden Fall ist mein Gepäck gefühlt voller als bei 4 Wochen Thailand. Da ist mein Zelt, Decke. Ich gehe jetzt frühstücken und Zähne putzen und dann reiten wir los. Ach so, ja, wenn sich irgendwer wundert wegen der Qualität, ich muss leider mit einer kleinen Kamera filmen. Ich versuche es einfach mal mit der kleinen Kamera. Die ist übrigens voll hübsch, ich schwöre. Hier, schau. Schon hübsch, oder? Schon. Ich gehe jetzt Pipi machen. Lol, ich habe gerade eben noch ungefähr dezent Panik geschoben. Scheiße. Weil ich meinen Geldbeutel jetzt nicht gefunden habe. Weil ich mir einfach nicht merken kann, dass wenn ich meinen Geldbeutel in meinen Rucksack packe, wo ich ihn hingepackt habe. Aber ich habe ihn gefunden. Ja. Ich nehme keine deiner Videos auf, ciao. Ach so? Ja, und jetzt aufzupacken, Melis. Warte, sag das bitte nochmal. Was? So, ich stelle euch jetzt einfach alle mal vor. Weil wir die nächsten drei. Drei wäre schön. Kotze ist da nicht. Kurz zum Auto fahren. Bitte nicht. Nee, fährst du schon. Wenn du so fährst wie Philipp. Ja, der Conny fährt viel besser als der Phil. Mein Papa wollte eben. Das muss rausgeschnitten werden, Spaß. Nee, auf jeden Fall. Das ist Eva. Das ist Andrew. Andrew, stell dich mal vor. Du bist Nein, Andrew. Ich muss mich erst um mein Äußeres kümmern, bitte. Nein, ich bin Andrew. Nein, ich bin 20. Ich bin halb Deutscher, halb Schotte. Ich heiße Andrew. Und cool. Fahrer. Ja, hallo. Hier. Hallo. Conny, Conny. Ich bin 20 und ich studiere in Passau. Und ich kenne die Annika auch schon ein bisschen länger. Hallo, ich bin Annika, ich bin auch 20. Ich bin nicht 20. Eva ist 21 und Andrew 26. Und jetzt gehen wir zu McDonald's. Aber ich sollte aufhören, so viele Flavor Shots da rein zu haben. Jo, aber das schmeckt am Ende nur nach Zucker, Andrew. Echt? Ja. Wer kauft sich bitte einen Tee? Stunden später. Nein, warte, 9. Wie spät ist es? Ich will ja keine Uhr fahren. Wir sind da in der Tiefgarage. Das ist nicht cool hier. Sieget Festival ist lit. Nee, also Andrew hat am wenigsten dabei. Meine Hand tut jetzt schon arsch weh. Oh, wir sind da. Und ich bin tot. Wir sind so 10 Minuten gegangen und ich bin so kurz vor einem Kreislaufkollaps. So kurz. Okay, ich bin sowas von erledigt. Und jetzt dürfen wir noch Zelt aufbauen. Fertig! Das ist mein Zelt. Eva ist fertig mit ihrem Leben. Ich übrigens auch. Ich will gar nicht wissen, wie ich ausschaue. Das ist voll cool. Wir haben gerade eben unser Bändchen aufgeladen, weil wir kriegen nämlich, wir haben nämlich solche Festchenbändchen, Festivalbändchen bekommen. Da können wir Geld draufladen und kannst du mit denen alles bezahlen. Und ich weiß nicht, was heute noch passiert, aber ich glaube, ich gehe noch duschen und dann schlafen. Lol.
Man sieht mich wahrscheinlich jetzt nicht, aber ich habe ich habe mir extra eine Lampe über Amazon bestellt und jetzt habe ich sie zu Hause vergessen. So, während ich jetzt hier auf dem Weg bin und wenn man mich sowieso nicht sehen kann wahrscheinlich, erzähle ich euch jetzt kurz, ich war ja noch nie auf einem Festival so wirklich. Und fuck, es ist so groß, es reicht nicht mal, wenn man sagt, man läuft einen Kilometer über diese ganze Insel hier. Und es ist überhaupt nicht asozial so bis jetzt, was ich sehe. Ich beende den Vlog dann auch tatsächlich auch schon von heute. Naja, auf jeden Fall, ich erzähle euch einfach morgen, wie es mir geht, wie ich geschlafen habe. Ich bin gespannt, wie laut so die nächsten von uns sind. Und ich bin immer noch angepisst, weil ich meine Lampe vergessen habe. Aber es ist okay, bis morgen, tschüss. Okay, tschüss.